Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scam. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und die Steffi, die hat heute ihren Glückstag. Ich bestimme das jetzt einfach so. Die Steffi hat heute ihren Glückstag und wir werden richtig guten Loot finden. Okay, ich hoffe es tatsächlich, denn wir hatten in den letzten Tagen nicht allzu viel Glück, obwohl ein bisschen Glück hatten wir ja. Wir haben ja die RPK, glaube ich, so heißt die, gefunden. Ich darf sie mit meinem Skill nicht reparieren, habe ich den Kommentaren so entnommen. Tatsächlich liegt es am Skill, dass ich die nicht reparieren kann. Ist kein Bug und ja, da kann uns ein anderer Spieler auch behilflich sein. Wir wollen heute, wie gesagt, unseren Glückstag genießen. Ich werde so viel Pech haben, weil ich das gesagt habe. Ich weiß es jetzt schon und hoffe, dass wir wirklich was Ordentliches finden. Ich hoffe ja Dollar auf Airdrops mal, so vielleicht ein, zwei Stück oder sowas, ne? Ich weiß es nicht. Gut, ansonsten danke nochmal für eure Hinweise und Tipps. Es wurde gefeiert, dass ich die Schrotflinte verloren habe, obwohl ich sie ja gar nicht verloren habe. Ich habe sie doch gefunden. Ich habe sie wiedergefunden. Und ein Tipp, dass wir hier diesen improvisierten Rail drauf bauen sollen. Ich gehe direkt mal auf den Server und los geht's. Bin gespannt. Ich bin heute sehr gespannt. Nur nicht sterben, das ist wichtig. Denn sterben ist nicht gut. Ins Gumm. Es wird ganz leise. Also vor 10 Minuten war noch 10 Uhr abends, morgens. So, und da stehen wir nun. Und bauen erstmal gleich was zusammen. So, gucken, was das kostet. Long. Can be attached to most assault rifle. Most weapons. Improvisiert short rail. Ich glaube, der wäre es dann, ne? Boah, das improvisierte Ding will ich nicht haben. Das sieht furchtbar aus. Assault rifle ist es ja nicht, was wir haben, ne? Okay. Ne, da, hier. Scopes and Science. Ja, das müssen wir bauen. Einmal das hier. Easy gebaut. Ach, wir haben die. Egal. So, Autowrack, Milton. Und wir werden das finden, was ich suche. Erstmal was gucken. Das wäre ja was, ne? Aber das ist ja bis zu lange unterwegs sind. Ein Geräusch. Habt ihr das auch gehört? Und dieser Charlie, das sieht einfach furchtbar aus. Da hinten ist ein Zombie, glaube ich. Das heißt, ein Geräusch, dass irgendwas umgefallen wäre, aber so ein Feature gibt es ja hier gar nicht. Gucken wir mal schnell hier rein. Oh, das ist gut. Ich glaube, zum Nähen. Nähen soll ich selber bauen, ist, glaube ich, die beste Option mittlerweile. Oh, Metallschrott, immerhin. Sonnenbrille brauchen wir nicht. Ist nicht hell genug. Also, ich vernahm einen seltsamen Laut, muss ich sagen. Und Schrauben finden wir ja in dem Autowrack, hier liegt ja irgendwo eins. Okay, das Dorf hier ist nicht wirklich leer. Also, wir haben, einige Spieler hier, die auch mit eingezogen sind. Und mein Plan ist tatsächlich hier vielleicht auszubauen ein bisschen. Perfekt. So. Handwerko. Wo bist du nochmal? Ich hab's schon wieder verloren. Da. Hab ich noch angevisiert. Kein Ruhmpunkt, schade. Und Engineering. Ich weiß nicht, ob das dadurch steigt. Okay. Da bin ich jetzt mal echt gespannt, ob das drauf passt. Also das Ding passt schon mal drauf. Sieht jetzt so aus. Hölle. Wir haben ja nur dieses Vierfach, glaube ich, ne? Jo. Ich meine, haben wir einen Scope drauf, ne? Dann schießen die ganz so dolle daneben. Ordentliche Ladung an Schlössern haben wir. Die Axt lassen wir hier. Schrotflinte nehme ich auf jeden Fall mit. Stoffwechsel sagt 88 Kilokalorien. Das ist wenig, deswegen ein gesundes MRE essen wir.
Und ich kann ja versuchen, Richtung Airdrop zu kommen. Oh, das ist aber nach der Stadt, ey. Das ist so weit. Tasche ist ja voll mit Kacke, ne? Das brauche ich aber alles irgendwo. Tracer-Munition. Habe ich noch 5 Schuss? Ich habe nur so wenig Schuss dabei, ne? Muss auch nicht überfressen. Kalorien wandern rein. Zucker, alles ist dabei gewesen. Ich wollte noch was schauen, bevor ich jetzt losmarschiere. Tracer, Quatsch mit Soße. Die Munition. Ich habe bei Munition hier gelagert. 8 Schuss. Ich hatte doch ein Päckchen noch irgendwo. Ich mache einfach zu viel durcheinander hier einfach. Das ist... Wir müssen langsam organisierter werden. Oh nein. Ehrlich, es fängt schon wieder an zu regnen. Das ist doch gemein. Oh, Captain Caps Lock. Dann schnell am Fuß ist. Aber ich glaube, ja, ich weiß noch nicht, wie lange der Airdrop schon da ist, ne? Na, ist er auf jeden Fall. Ne, der eine ist schon weg. Das ist kacke. Aber wir wandern trotzdem da lang. Ein bisschen zentral gehen. Richtung großes Airfield vielleicht, die Hallen durchsuchen. Wir haben oben zwar auch eins, aber das ist näher, aber das ist nicht so... Ich weiß nicht, sicherer oder gefährlicher ist es auch nicht. Und ich habe auch keinen Bock mehr, durch die große Stadt zu gehen. Also ich würde das Airfield tatsächlich mal wieder nutzen. Blitze, Donner, es fängt schon wieder an zu regnen. Ich kann nicht mal regnen, das. Mann. Oh, warum bin ich immer noch Captain Capsule? Ich hab doch gedrückt. Okay, wir laufen einfach Richtung Süden. Nee, wollte ich ja gar nicht, wollte ja Richtung Airfield. Und hoffen, dass uns mal wie ein bisschen Glück ein Airdrop entgegenflattert, ne? Der hier ist ja mitten im Berg, da ist schwer zu erreichen. Bist du da? Bist du mal. Die Enttäuschung wäre groß. Ja, gerade angefangen zu regnen. Habe ich mitgekriegt. Naja, wir haben immer eine Regenjacke an, ne? Sind aber trotzdem noch voll nass. Gucken wir denn jetzt hier durch. Man kann ja irgendwie wechseln, ne? Die Sicht. Upsa. Entfernung kann man noch gut messen, logisch. Das ist die Technik. Mist und Mist und Mist. Kann man bis auf 500 stellen sogar. Also man kann irgendwie unter dem Scope jetzt hergucken. Das ist ja der Trick. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bei dem Scope nicht geht. Aber die haben das ein bisschen schwierig gemacht mit den ganzen Tastenkombinationen, finde ich. Nein. Nein. Ja. Haben wir denn irgendwas Spannendes auf dem Weg, was wir looten können? Wenn so laufen. Und hier sind doch die... Nee. Wo sind denn meine Lieblingshallen? Die hier, ne? Ich muss urinieren. Ich habe schon ein tolles Haus gefunden. Tollen Loot. Ist ja ihr Glückstag, ne? Ist er drin oder draußen? Oben ist er, ne? Hab ich kraxeln gehört. Aha. Hallo. Ist auch ein Regenmantel an. Regenmantelkumpel. Passend zum Wetter gekleidet ist auf jeden Fall. 50 Money ist gekauft. Ein guter Schnack für unterwegs. Ne. Hier ist eine. Ich wollte sagen, dass eine Kiste ist, aber nicht. Da
Komisches Haus, ne? Und das für Handschuhe? Autohandschuhe. Das werden aufgrund ihres Aussehens als wegen ihres Nutzens beim Fahren verwendet. Bei kaltem Wetter können sie dennoch sinnvoll sein. Ich will Autohandschuhe anhaben. So. Steffi und die Autohandschuhe. Der einzige Vorteil bei schlechtem Wetter und Dunkelheit ist, die Aufnahmen werden kleiner. Bei vollem Tageslicht und Helligkeit und krasseres Bild halt, habe ich so an die 30 bis 40 GB Aufnahmen und hier so 19, 20 GB bei dem Wetter. Schon komisch irgendwie, ne? Da nimmt man doch auch ein Bild auf. Ja, mein Plan ist jetzt etwas, bin ich jetzt kacke getreten, etwas zentraler auf der Map zu kommen, aufgrund von Airdrops, ne? Weil man weiß ja nie, wo die landen. Und das ist die Stadt Doll. Die ist ganz doll. Da finde ich jetzt auch ganz viele Sachen, weil, wie gesagt, das ist Steffis Glückstag. Wow. Alkohol ist noch im Blut. Das ist nicht gut. Da sollte man nicht auf Blutour gehen. Na, da ist ein Tommy. Ups. Hä? Ja, schlauer Typ. Schon wieder derselbe. Angriff der Klonkrieger heute. Falscher Knopf. Das wollte ich machen. Na, jetzt ist sie voll. Jetzt weiß ich, dass sie voll ist. Das Rohr. Das war ja mal lustig, ne? Wir haben damit damals tatsächlich mit dem improvisierten Scope-Kill hingekriegt, ne? Dann eine Lupe und noch Tape. Ich glaube, Tape war doch hier drin, oder? Schon gesehen. Ja, Lupe ist jetzt wieder ein bisschen schwierig. Und ich gucke immer zweimal in den Scheißschrank rein. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das ging jedenfalls mal, glaube ich, ne, zu zerlegen. Wenn mich alles täuscht, da. Braucht man aber die Linse, nicht die Lupe. Schade. Die Kameralinse war das. Steffis Weg ist diesmal ziemlich schwer, finde ich. Ja, schön. Da kann man also nicht zerlegen, ne? Also wenn ich mich nicht täusche. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Scheiß gebaut. Aber ich habe die Lupe gesucht und sofort gefunden. Das ist schon ein Wunder. Kein, ja, sexy Hotpants haben wir auf jeden Fall, aber die habe ich schon an. Der Glückstag. Der Glückstag fängt schon mit Regen an. Das ist schon mal, das ist schon mal ein gutes Zeichen für den Glückstag. Aber es müsste ja in der Folge besser werden. Also, wenn die ganze Folge regnet, sieht ja, wie lange das hier immer regnet, ne? Ja, das wird später raus, wenn ich es nicht mehr brauche. Warum? Da. Eine Sonnenbrille, einer. Hingekackt. Ach, wir müssen doch eh pinkeln, ne? Wartet mal. Machen wir das doch. Stil echt.
Komisch. Ich glaube, die macht auch Pipi. Ne? Also ich höre nichts, ich sehe nichts. Hose hoch. Jetzt stell bitte oben da. Ja. Okay, Pipi gemacht. Das war mal sehr, sehr, sehr anonym. Dann gehe ich halt durch die Tür. Weihnachtsmannanzug. Das habe ich schon gesehen, da liegen es. Ah, Schlösser findet man genug. Ich wette, ich muss trinken. Ja, 68. Wasser ist echt schwierig zu halten hier, ey. Ich weiß, ihr habt ja auch die Probleme mit dem Wasser. Da wäre ich mal neugierig. Oder liegt das an meiner schlechten Ernährung mit dem Fett vor allem, was ich immer zu viel im Körper habe? Was bist du? Eine Trainingshose. Haben die blauen Jeans rausgepatcht oder was? Groß doll, ne? Was denn? Blöde Maske. Schon wieder eine Sonnenbrille. Was ist das für eine Wohnung hier? Boah, schnell durchgelootet. Ja, das Airfield auf jeden Fall erreichen, Leute. Vielleicht sogar ein bisschen looten. Ich habe erstmal mehr 11.09 Uhr. Also ich habe noch 50 Minuten bis zum Airfield. Lasse ich mal die Kühlschränke aus. Das geht ja ein bisschen auch um den Style-Faktor von Steffi, ne? Aber das ist so scheiße schwer, alles zu finden. Ich spiele ja nur eine Stunde, anderthalb am Tag. Ja, da oben ist das eine K98 am liegen wetten. Ein BH. Auf jeden Fall ist man so in der Scheune. Wer weiß, was hier getrieben wurde. Ach, liegt natürlich keine K98. Das war früher so schön, wenn man zu viele Waffen hat. Aber ist auch besser so, wenn es schwieriger wird. Ne? Dein Loot halt ein heiliger wird, ist das schon angenehm. Crafting wird gut hier. Ah, schon wieder zweimal reingucken. Ich schaff's aber auch immer wieder. Nochmal das Rohr. Das ist ganz geil. Man weiß ja nie, wofür man sowas braucht, ne? Wie zum Beispiel Repair, ne? Aber die ist bei 95, da lasse ich sie mal. Nein, will ich auch auslassen. Ja, was ist jetzt, ne? Das heißt eine doofe Jeans. Wenn wir dazu noch das richtige Oberteil hätten, wäre das cool. Kleine Kackbuden hier nur, ne? Mal ein BH. Was machen die denn hier in Doll? Die treiben es hier ganz doll, wa? Ein Wortspiel, ein witziges. Ja, bin ich nicht laut genug gewesen? Ach, guck nicht auf die Jeans, brauchst du ja nicht. Boah, jedes Eckchen lohnt sich zu durchsuchen, ey. Das ist echt Wahnsinn. Aber er tut es trotzdem nicht, ja? Geht einfach weiter.
Hier liegt auch Flut drin in diesen komischen Mini-Kapellen. Ein Handy liegt da drin, da habe ich aber ein paar schon. Dann geht die Reise weiter. Ein schöner Spaziergang. Im Regen natürlich. Selbst reden. Aber dank Scope fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ach, Autolaufen ist so schön. Wenn heute alles klappt, wie ich mir das plane, gibt es heute das Vorstellungsvideo von meinem Motorrad, von meinem kleinen süßen Möppchen. Werde ich gleich im Anschluss noch machen. Na, dann mal Scope mal ausprobieren. Wow, ist das schwierig. Jetzt haben wir jetzt alle Regenjacken an hier. Was regnet? Nee. Die Erne hat keine an. Aber sie hat 10 und 50, 60 Dollar dabei gehabt. Und an den Hoodie. Ich habe gleich 200 Ruhmpunkte. Da krieg ich mal für den Kill schon 20 bei mir. Ja, Airdrop. Macht sie heute dicke Kohle hier, ne? Haben schon 110 Dollar gefunden. Ach, wir kommen den Airdrop so nah und der wird dann genau bevor wir da sind, A3. Oh, komm, leck mich doch am Arsch. Zwei Airdrops bei A3 und einer bei B3. Ich will doch nur mal einen Gilli finden. Einen süßen Gilli. Aber der muss ja auch erstmal da drin sein, ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Sieht ganz schön komisch aus, finde ich. Von Textur. Jetzt ist es richtig, auf der 2. Scannen. Ah, wir sind halt Regenmenschen geworden, ne? Gesundheitlich ist alles in trockenen Tüchern, aber nicht im Spiel. Oh, Darmvolumen. Ich glaube, sie muss kacka. Wird sie gleich jammern auf jeden Fall. Hat die Pistole nur. Ist nix. Vermutlich damit loszumarschieren, oder? Wir haben ein schönes Dörfchen. Also wir nehmen die Dörfchen auf jeden Fall mit unterwegs. Der Airdrop ist jetzt weg. Und hier hast du jetzt alle Airdrops. Als ob die von mir magnetisch irgendwie entfernt werden.
kein Menschlein läuft umher. Soweit ich sehe. Jetzt bin ich ein Wicht. Das war's mir wert. Oh, da liegt Zucker. Das kann doch nicht wahr sein. Ein ganzes Paket. Aber ist Zucker essen gut? Nee, ne? Also das ist von der Haltbarkeit her schlechter. Ich weiß, wenn ich es zerlegen kann oder sowas, ne? Ah, das ist schon ein größerer Ort. Scheißküchen, egal. Es geht mir eher um Kleidung. Das ist die Leoparden oder was auch immer das für ein Ding ist. Ja, diese Wüstentarn-Leggings ist jetzt nicht so mein Traum gewesen. Ich guck da nochmal rein. Vielleicht ändert sich ja der Loot. Schrank. Ah, schade. Schlosser sind natürlich jetzt super wertvoll für mich. Ja, können wir gar nichts mehr looten, weil wir die Tasche voll haben. Ach, was für ein Zufall. Ich trage einen großen Rucksack neben mir. Boah, kommen wir voll durcheinander. Ich will sich die ganze Ortschaft durchlooten. Das ist mir zu anstrengend. Sehen. So, ich lade immer nach. Ich will immer gucken, wie viel Munition noch drin ist und dann lade ich mal nach. Hab ich die gar nicht. Doch, ich habe eine Packung mit da. Haben oder nicht haben. Okay. Schöne Bombe schwarz. Ja, die haben alle Geld dabei. Was ist denn los heute? Steffi, the Moneymaker. Das meinte ich aber nicht mit Glück. Egal. Gibt Survival-Punkte. Wir stellen diesen formschönen, wunderschönen Sack her. Jeder will so einen Sack haben. Ich flitze hier nur mal so durch. Ne? Also, ich verliere eh langsam die Hoffnung, dass ich was finde, was ich suche. So eine Schlabberbuchse. Schlabberbuchs. Ein Repair-Kit für Autos. Ach, das ist schon fast in der Fritten.
Ja, wir kriegen einen Ran, der Schlösser bauen darf für mich. Wie kann man das arrangieren? Ich bin noch ein bisschen in Sorge. Also ich habe noch nicht genug gesammelt, also das dauert noch ein bisschen. So, jetzt müsste eigentlich der neue Airdrop auftauchen, oder? Sind ja nur noch zwei da von drei. Zwei von drei Airdrops. Was das Gute beim Regen ist auch, dass ihr meinen PC nicht so laut hört. Der rauscht ja da unten wie die Hölle. Ich weiß gar nicht, warum der so laut ist. Der Lüfter, der dreht auf vollen Touren hier, wenn ich Scum anmache und Subnautica etc. Aber manche Spiele aber nicht. Dann müssen wir schauen, was wir als nächstes skillen können. Guck mal, dieser Ohrschutz ist auch nass. Wo könnten wir Punkte kassieren? In Tarnung könnten wir noch was aufbauen. Scharfschütze machen wir gerade tatsächlich. Tatsächlich, ne? Das ist doch noch null. Und Aufmerksamkeit ist ja gut, das dauert noch. Das ist erst bei 10.000. Diebstahl, Demolition und Werfen. Aber wir werfen doch. Aber ich muss was treffen, ne? 1 Million, 1 Million. Laufsport und Durchhaltevermögen passiert von alleine die ganze Zeit. So viel gegeben habe da. Nahkampfwaffen. 10.000. Na, Boxen. 14, ey. Wie lange soll ich denn boxen, bis da mal was geskillt ist? Oh, die Bursch. Wow. Noch nasser werden. Und Kacker? Das sind nicht gesagt, ne? Das sind nicht gesagt. Na, Ritterbruch lassen wir jetzt außen vor. Zwei Airdrops. Ist da wieder einer bei A3 gespawnt? Oder waren die beide gerade schon da? Wie fies. Die Events waren immer cool hier. Total schwierig. Für 70 Kilo wiegt die Steffi. Das sieht aber an den Knacker Arsch. Einmal hüpfen. Ja, für einen schicken Steinplatz. Nein. Auch nicht. Ich glaube, wir können eigentlich Kacker machen, oder? Auf den Brocken hier. Einen Brocken auf den Brocken legen. Eigentlich müsste sowas ausscheißen, oder? Weiß es nicht. Will ich gucken, wo es herauskommt. Finde es eklig. Hat aber nichts. Nee, dann haben wir das schon erledigt mit dem nach dem Tod Kacker machen. Und? Boah, wie lange das dauert, ey. 55%. So, weiter geht die Reise, ne? Ich glaube, wir flitzen jetzt mal ein bisschen. Können wir tatsächlich so ein bisschen östlicher laufen. Sonst kommen wir ja nie an. Thank you.
Airfield ist eigentlich gut zu looten, finde ich jedenfalls. Außer wenn dann ein Spieler liegt als Sniper. Dann ist es eher schlecht zu looten. Was schon aus Soa weg? Wir haben doch Kacke gemacht. Wir sind noch leichter geworden. Oh, Natrium ist auch sehr hoch, ne? Eine Scheiße mit Schleppe, ey. Das Rennen lohnt sich gar nicht. Viel zu viel Schrotmunition dabei. Braucht man ja gar nicht. Na, ja, sowas werfe ich ungern weg. Bei 112 Ruhmpünktchen. Ja, die ist so nass und schwer, deswegen ist er wahrscheinlich so schnell ausgepowert. 42 Kilo. Wurde eine Regenjacke tragen. Die bringt gar nichts, ne? Die hat überhaupt keinen Effekt. Darunter müsste er wenigstens das trocken haben. Das, ne, das ist ja da drüber. Der BH müsste trocken sein. Nervig, ey. Der Regen, der beeinträchtigt einen so massiv in der Optik, im Bild und in allem. So, 100%. Und weiter. Das Abtrocknen bringt ja auch nichts. Ist ja wieder nass. Heil Witzka, Mädel, ey. Wir müssen Natrium loswerden. Wieder nicht auf, was am Natrium. Oh, wie komme ich jetzt an ein Auto dran hier? Ich kann doch keine, so viel Dollar kann ich doch nie im Leben finden. Timmy Town seht ihr da rechts. Eigentlich ja sicher. Zombies gemetzelt. Hat einen Schuss gehört. Du bist einfach immer beängstigend, Schüsse zu hören. Hier regnet es auf einmal nicht mehr. Also ich sehe kein Wasser mehr. Renne ich den Regen weg oder was? Ach, das regnet da. Hui. Timmy
Town. Da waren wir noch nicht einmal in der Staffel. Vielleicht auf dem Rückweg. Hier ist auch wieder gratis gesmoot. Mit schicken Steffi-Kleidungsstücken. So, Sonne, kommst du jetzt raus? Sieht doch fast so aus, wie die Sonne, die rauskommt. Ne, im Wald, mach eine Pause. Dann geht's im gemütlichen Laufschritt weiter. Wo ist denn mal die Schießbahn? Hier, was hast du, Schießbahn? Nee, ne? Bisschen kurz. Ja, heute ist ja ihr Glückstag, kann ja nichts schief gehen. Tonnen schwer. Die Mächte hören uns auf 80 Kilometer. C1. Ach, alles am Arsch der Welt, ey. Mal mit einem komischen Zorn. So, ich habe noch fast eine halbe Stunde. Perfekt, ey, da können wir noch richtig schön looten gehen. Ups. Ich bin so doof, dass ich mal renne. Das tut eigentlich keine Not. Piggy. Oh, so leise kann das sein, das ist in Ordnung. Das Piggy hat gut was gebracht. 5 Ruhmpunkte. Ich habe sie auch nur angestriffen, damit sie nicht verletze. Aber Jagen ist ja hier kein Skill, ne? Wir haben aber den Skill, das interessiert mich jetzt, wartet. Gewehr interessiert nicht, aber 1.000.000. Scharfschütze. 1387, kann ich mir eh nicht merken, 14%. Grafisch muss ich das Spiel wirklich nicht verstecken, ne? Auch wenn der Regen immer weg ist auf einmal. Ich weiß nicht, wo ist er hin? Nicht, dass er mich jetzt nicht stört. Oh, wir sind gleich da. Ich hoffe, ich bin der Einzige. Und dann landet direkt bei Steffi in Airdrop. Wartet ab. Wie gesagt, heute ist Glückstag. Vom Regen lassen wir uns nicht fertig machen. Rennen kann man sich echt sparen, ne? Wenn der mal 2 Minuten rumliegen muss. Gelesen, sorry. Was mache ich jetzt? Rennen wir nicht mehr, das bringt ja nichts. Laufen kommt man ja trotzdem immer gut nach von A nach B, aber du kommst nicht zu den scheiß Airdrops. Mit dem Auto bist du so schnell bei den Airdrops. Und die haben schon coolen Loot. Und wie sieht das mit dem Basenbau für die Steffi aus? Noch gar nicht kontrolliert, also. Wir dürfen auch nur Basic bauen, das ist nicht gut. Was ist drin für eine Hütte? Keine Hütte, oder was? Wooden TV, juhu. Wooden Cabin. 30, 15, 10. 19 mal? Ne, 10 mal.
Komische Zahl, 19. So, Airfront, ich komme. Ich glaube, hier sind die Container, wo ich hin will. Das Ding wirklich sehr, sehr, sehr improvisiert. Gibt man auf hohen Distanzen eigentlich mehr Sniperpunkte? So, willkommen to the airfield, aber Mechs, ne? Obacht. Bin ich gerade, wie ich da jetzt dran gehen will. Wir sehen hier einen Mech. Echt skurril. Hier auch mal drauflatschen. Das sind ja schon Hallen, ne? Aber wo sind die Mechs? Die werden schon auftauchen, glaube ich. Ne? Da ist einer. Da laufen doch hier viel mehr rum, oder? Ist er auf dem Jagd gerade? Ne, der läuft da ganz normal umher. Bin natürlich sehr offen hier am Latsch, ne? Also schwarzer Klumpen, der rumläuft. Mit Storchenbeine, da ist der andere. Gerade weg, aber ich bin noch so weit. Scheiße. Wie ich 8 Tonnen beim Laufen. Ich kann so viel wie möglich durchsuchen, ja. Timing ist ja perfekt hier. Das regnet das gut nach 40 Minuten schon, ne? Also wenn jetzt mal die Sonne rauskommen würde, würden wir sogar für uns freuen. Also da hinten geht auch wieder weg, glaube ich. Dann geht der jetzt auch weg. Machen dann das ja nicht so schwer hier. Oh, doch das lange... da sind. Kann der uns gar nicht auf dem Schirm haben. Und der auch nicht. Der ist ja erstmal ewig weg. Ich habe schon wieder vergessen, dass es da Zombies im Spiel gibt. Kommt der oder geht der? Lass mal Glück versuchen. Müssen wir in so eine verfluchte Halle rein? Der dreht sich um. Ich dachte, er geht weiter. Ja, ja, wir sind drin. Hier kann man nur einmal checken, ey. Ärgerlich. Aber wir haben genug.
Sieht auch ranzig aus schon, ey. 34. Aber besser als die wir vorher hatten. Ist ja kein Zombie drin, Mann. Muss ja hier nur mit den dicken Zombies rechnen. Ziehen. Scheiß drauf. Na, ob wir was abstauben? Egal. So viel braucht man einfach nicht. Ui. Was ich damit will, weiß ich zwar noch nicht, aber... Die eigene Basis soll ja auch gesaved sein, ne? Sehr schön. Ich hatte einen Anruf im Hintergrund, den muss ich gleich nach der Folge. Emmans Rifle. Scheiß auf, so. Flashbang. MP5 Suppressor. Der Zustand der Waffen, der macht mir eher Gedanken. Oh Mann. Der ist schon lange fixt. Aber eigentlich kann der mich nie sehen, ne? Dicke sogar. Scheiße. Scheiße. Aber gemeißelt und Gott sei Dank keine Störung in der Waffe gehabt. Die gleichzeitig noch beheben werden, Knaller. Auch haben wir noch ein paar neue dazu gekriegt. Shit, 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 shit. Okay, fangen wir an. Alles fein säuberlich durchsuchen. Oh, ein echtes Bajonett. M70 Bajonett, für was? AK-47, AKM, RPK, cool. Happy, ey, Mann. Oh, ich guck die Nase derbe. Ja, die ist ein bisschen sauer auf mich. Weil ich ein bisschen Krach gemacht habe. Die haben gerade geschlafen, so schön. Tape, Tape, Tape. Schloss.
Pass auf, Kollege. Habe ich hier so ziemlich meine Ruhe am Airfield, ne? Mann, kommt doch jetzt. Das ist eigentlich eine dumme Idee, weil andere Spieler das jetzt super sehen dann. Neben mir wären. Wow! Boah, was ist denn hier los? Oh, boah! Boah, dann mach ich Platz. Störung! Störung! Geschafft. Bin tot. Kann die Tür noch zumachen. Boah, ich bin aufgeregt. Dickerchen ist nicht so schlimm. Oh. Oh. Mein Gott, keine Chance. Keine Chance. Pissspiel, ey, an der Stelle, ehrlich. Mann!